ich bin gerade von der Uni zurückgekommen und da ich heute sowohl meine Bachelorarbeit abgegeben habe, als auch den ersten Teil meiner Japanischprüfung überstanden habe, also heute war Lesen und Hören dran, habe ich mir auf jeden Fall gedacht, dass ich mir einfach mal es gönne, heute das letzte Sweet Potato Kit Kat in den Ofen zu backen und zu schauen, was dabei herauskommt. Ich glaube, es fühlt sich schon ein bisschen zerschmolzen an sich, aber ich hoffe, dass ich es trotzdem in den Ofen packen kann und dass es lecker wird. Es ist schon leicht zerschmolzen. Ich habe leider keine Ahnung, bei wie viel Grad man das reinpacken muss. Ich habe auch im Internet dazu überhaupt nichts gefunden. Und deswegen, wir machen einfach mal 150 Grad, weil das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, keine Ahnung. Eigentlich soll es ein bisschen blubbern und braun werden. Mal sehen, was jetzt noch passiert. Ich habe jetzt einfach mal die Temperatur hochgedreht und das KitKat noch umgesteckt, weil es eigentlich schon viel zu lange hier drin ist und es aber irgendwie nicht braun wird. Mal sehen. Ein bisschen scheint es jetzt aber so zu werden, wie es werden soll. Jetzt sieht das ganz so gut aus und ich packe mal die Kamera, damit ich das rausholen kann. Es ist ein bisschen nicht ganz so geworden, wie es werden sollte, aber ich lasse es einfach mal abkühlen. So sieht das Ganze aus. Ja, es ist ein bisschen zerschmolzen, also es ist nicht ganz so geworden, wie ich wollte. Es scheint scheinbar eine höhere Temperatur besser zu sein als eine niedrigere. Und ich bin mal sehr gespannt. Es ist trotzdem... Ups, okay, es ist nicht wirklich fest geworden, es fällt alles ab. Also das ist das Sweet Potato Kit Kat, was mir nicht so geschmeckt hat. Also, ich muss sagen, gebacken finde ich das echt viel besser als in normal. Ich finde, es schmeckt irgendwie, weiß nicht, es passt besser zum Süßkartoffelgeschmack, dass es irgendwie ein bisschen warm ist und so ein bisschen, das Karamellisierte finde ich passt auch ganz gut, obwohl ich noch nie Süßkartoffeln mit irgendwas Süßem gegessen habe, aber die sind ja an sich so ein bisschen leicht süß, deswegen passt das vielleicht an sich ganz gut. Ja doch, also das gefällt mir ehrlich gesagt. Also wenn ich jemals wieder Süßkartoffel-KitKat habe, werde ich die nur so essen, nicht anders. Oh ja. Sehr lecker. Ja, also mein Tipp, wenn ihr das mal nachmachen wollt, nehmt eher eine höhere Temperatur bei eurem Ofen, wenn ihr das irgendwie einstellen könnt. Und macht es halt lieber heiß und kurz anstatt kälter und lange. Also, weiß nicht, bei mir ist es halt relativ schnell einfach nur zerflossen, ohne dass es braun geworden ist. Ich denke mal, wenn ich gleich eine hohe Temperatur eingestellt hätte, wäre es vielleicht einfach direkt braun geworden und gar nicht so sehr zerflossen. Aber es hat auf jeden Fall trotzdem echt mega lecker geschmeckt. Und ich muss echt sagen, also das war leckerer als das ungebacken zu essen sozusagen. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne abonnieren, um weitere Videos zu sehen. Und dann bis zum nächsten Mal.